Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Speaks. Ich kann jetzt nicht so in die Kamera gucken, ich bin gerade im Auto unterwegs. Aber im Quarto kam gerade nichts besonders Gutes. Da war es mir langweilig und da dachte ich, okay, dann nutze ich die Zeit und nehme ein kleines Video auf. Ist auch kein Problem, solange ich nicht die Straße filme oder andere Autos filme. Wie gesagt, ich kann jetzt halt nur noch so in die Kamera gucken. Ja, was ist das Thema heute? Ich habe ja jetzt schon mal ein Video gemacht, wie es im Gefängnis war. Aber was da denke ich auch ein wichtiges Thema ist, ist der Besuch im Gefängnis. Also sprich, wenn Freunde oder Familie einem im Gefängnis besuchen, wie läuft das ab? Wie fühlt sich das an? Gut, erstmal, wie läuft es ab? Ja, war gerade die Reservelampe. Heißt, bald wieder tanken. Macht bei den Preisen immer besonders viel Spaß. Aber egal, zurück zum Thema. So, wie läuft es ab? Also man hat eigentlich zwei Besuchstermine im Monat. Ich weiß jetzt gerade ganz genau nicht mehr, wie lang der Einzelne geht. Ich glaube, das war eine halbe Stunde oder Stunde. Ist alles schon ein bisschen länger her bei mir. Und zwar ist es so, da müssen dann die Freunde oder Angehörigen, halt die Personen, die dich besuchen möchten, müssen im Gefängnis anrufen. Und müssen dann einen Besuchstermin ausmachen. Manchmal ist es dann auch so, dass man dann auch noch gefragt wird, ob man von den Menschen Besuch haben möchte. Und dann ist es natürlich auch so, nicht jeder darf einen besuchen. Also wenn jetzt ein ehemaliger Insasse, den du vom Gefängnis kennst, dich besuchen möchte, der darf das nicht, zumindest das erste halbe Jahr nach der Entlassung, darf er nicht wieder zurück ins Gefängnis kommen zu Besuch. Ich denke mal, damit will man vorbeugen, dass da irgendwelche Drogen oder sonstiges ins Gefängnis geschmuggelt werden. Was aber irgendwie doch immer passiert. Wie, habe ich nie so wirklich verstanden. Ist jetzt aber auch nicht mein Problem. Ne, ihr seht, ich fahre eine ziemlich kurvige Strecke. Aber wie gesagt, ich gucke ja auf die Straße, gucke ja nicht so nur in die Kamera. Da geht es. Und wenn dann halt so ein Besuchstermin steht, dann beginnt eigentlich auch so ein bisschen die Aufregung. Weil klar, man freut sich über jeden Besuch, weil es ist halt mal eine willkommene Abwechslung vom Gefängnisalltag. Aber ich kann natürlich nur von mir sprechen. Für mich war das jetzt emotional gesehen auch immer ziemlich schwer. Ich will es mal so ein bisschen vergleichen, wie mit dem ersten Date, das man mit einer Frau hat. Man freut sich unheimlich drauf. Aber man ist eigentlich im Vorfeld auch schon wieder froh darüber, wenn es vorbei ist. Weil gerade die ersten paar Mal Besuch, da ist einem das halt auch noch peinlich. Gut, das mag bei manchen Menschen, die häufiger im Gefängnis waren oder so, vielleicht anders sein. Bei mir war es auf jeden Fall so. Und dann ist die Problematik beim Besuch halt auch, ja, was redet man die ganze Zeit? Denn selber hat man eigentlich nicht so viel zu berichten, weil im Gefängnis herrscht ja eine gewisse Monotonie. Also das heißt, es ist eigentlich jeder Tag gleich. Die Wochentage spielen eigentlich in dem Sinne auch keine Rolle mehr. Klar, Wochenende hat man, da muss man auch nicht arbeiten. Kommt zumindest darauf an, was für einen Job man hat, wenn man in der Küche arbeitet.
oder ein Schlenzer. Schlenzer ist der Hausreiniger auf den Stockwerken, der das Stockwerk sauber hält und auch das Essen verteilt. Dann muss man natürlich auch am Wochenende arbeiten. Und da ist halt das Problem, über was reden, weil einige Dinge, die man im Gefängnis erlebt, möchte man vielleicht nicht sagen oder sollte man vielleicht auch nicht sagen. Ist halt immer so eine Ansichtssache. Kommt auch immer drauf an, wie steht der Besuch zu dir. Und von daher ist man eigentlich darauf angewiesen, dass der Besuch das Gespräch ein bisschen am Laufen hält. Und dir halt so alles Neues erzählt, was es draußen gibt. Das große Problem beim Besuch ist aber auch, wenn man jetzt Kinder hat. Die möchte man gerne sehen, ist da. Und ich finde, die sollte man auch sehen. Denn oft wird einem im Gefängnis gesagt, gerade von Sozialarbeitern oder dergleichen, ja, besser den Kontakt abbrechen und danach wieder aufbauen. Zumindest wenn es so wie bei mir der Fall ist, dass man von der Kindesmutter getrennt lebt. Aber da bin ich anderer Meinung, weil ich finde, erstens mal hat man ja auch das Recht, sein Kind zu sehen. Da könnte, klar, werden jetzt einige Leute sagen, ey Junge, hast du verbockt, bist im Gefängnis, selber schuld. Ja gut, stimmt. Aber die Kehrseite ist natürlich auch, ich habe ja auch die Pflicht, mich um mein Kind zu kümmern. Und dazu gehört auch der Kontakt zum Kind. Denn das Kind hat ja auch ein Recht, dich zu sehen. Ja, das sollte man halt alles beachten. Und jetzt ist es halt so, bei den normalen Besuchsterminen ist es immer problematisch ein bisschen mit Kindern, weil manche Gefangenen, die selber keine Kinder haben und auch keine möchten, die stören sich dann daran, wenn die Kinder mal ein bisschen rumrennen, ein bisschen schreien. Ist halt klar, Kinder sind halt mal so. Und auch die Beamten sind da öfters mal ein bisschen gestresst, weil gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, da wird halt auch mal was umgeleert, wird rumgesprungen. Von daher ist es beim normalen Besuchstermin etwas problematisch. Jetzt gibt es da oftmals in Gefängnissen auch noch das, nicht das, sondern die Möglichkeit eines Familienbesuchstermines. War jetzt bei mir in der U-Haft, also als ich noch in der Untersuchungshaft war, gab es einmal, war 3 Stunden, war wunderbar organisiert von den Sozialarbeitern, wirklich perfekt, weil da sind natürlich auch andere Gefangene dabei, aber die haben natürlich auch alle ihre Familie, ihre Kinder, da möchte keiner Stress haben, weil keiner möchte seinen Kindern den Tag verderben. Weil es soll ja auch ein schöner Tag für die Kinder sein, dass sie ihren Papa auch mal wieder sehen. Oder auch im Frauengefängnis ist es natürlich andersrum genauso, dass sie auch die Mama mal wieder sehen möchten. Von daher ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Gab es dann in der Strafhaft auf einmal nicht mehr. Da hieß es, ja, die Organisation ist zu problematisch und so. Sind natürlich alles Ausflüchte gewesen. Ich habe dann probiert, so ein Projekt anzuschieben. Ich werde euch in die Videobeschreibung auch mal den Link zu meiner Webseite reinsetzen. Dort werde ich jetzt so eine Muster für einen Familienbesuch wieder ablaufen könnte, den ich damals gemacht habe, reinsetzen. Könnt ihr euch ja mal angucken. Denn ich finde es halt gerade sehr wichtig und ich finde auch, man sollte halt auch die Gefangenen an ihre Pflicht erinnern, sich um ihre Kinder zu kümmern. Von daher ist mir das eigentlich auch ein ziemlich wichtiges Anliegen. Als ich dann am Schluss im Freigang war im Gefängnis, dann hat mir der evangelische Gefängnispfarrer übermittelt, dass es jetzt doch wieder ein Projekt gibt.
dass er lustigerweise eigentlich exakt das war, das ich entwickelt hatte. Aber okay, da wollte sich halt ein Sozialarbeiter dann mit fremden Federn schmücken. Ist mir auch egal. Mir ging es ja nicht darum, dass ich jetzt irgendeinen Erfolg habe. Mir ging es darum, dass es wieder so ein Projekt gibt. Ich habe da auf meiner Webseite auch Berichte über, wie man den Kontakt mit den Kindern im Gefängnis halten kann, drin. Könnt ihr euch ja auch mal angucken. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt und wenn ihr halt auch mal ein Feedback da lasst, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen oder ein Abo, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. In der Videobeschreibung verlinke ich auch meinen zweiten Kanal, Mind. Da veröffentliche ich Gedichte und Sprüche in Videoform. Wäre schön, wenn ihr da auch mal vorbeiguckt. Ansonsten bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis hoffentlich bald. Danke. Tschüss.